Und damit ganz herzlich willkommen zurück hier zur Jägerliga. Heute das zweite Leibregiment gegen das Nummer 13. Ja, eine große Jägerschaft hier heute beim zweiten Leibregiment, aber auch sehr viele Mann hier beim Nummer 13. 12 gegen 12 habe ich heute hier zu bieten. Sehr schön, finde ich gut. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Match. Ne? Beide Teams sehr, sehr stark. Und das zweite Leibregiment mit 2 Siegen bisher in der Jägerliga. Und könnte rein theoretisch heute seinen 3. Sieg mitnehmen. Natürlich das Ganze wieder geführt von Hauptmann Nikov. Ja, bin mal gespannt, ob sie das hinkriegen gegen das Nummer 13. Nummer 13 versucht da in der Linienformation den Gegner zu verwirren. Natürlich bleiben die Jäger des zweiten Leibregiments natürlich in der Wolke sitzen, so wie wir es gelernt haben. Ob das so eine gute Idee ist, was das Nummer 13 machen, das werden wir herausfinden in den nächsten 10 Runden. Auf jeden Fall sind wir hier in der ersten Runde und ja, sind mal gespannt, wie die beiden hier aufeinander zugehen. Wir wissen ja, Hauptmann Nikov hat seine Taktik, schießen, ran an den Gegner und wegchargen. Ne? Das ist die Taktik vom zweiten Leibregiment. Ah, das ist schon sehr, sehr eng, die Situation hier. Da, zwei Leute hat die Abstände. Oh, da wird es zum ersten Mal. Schöne Salve hier vom Nummer 13. Die erste tödliche Salve hier vom Nummer 13 und jetzt vom zweiten Leibregiment. 3 Kills konnten sie machen, alles wieder ausgeglichen. Jetzt kommt der 4. Kill. 5, 6. Und damit haben sie deutlichen Vorteil hier, das zweite Leibregiment in der ersten Runde und können vielleicht sogar diese erste Runde für sich entscheiden. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein Nahkampf gebildet, man erkennt natürlich die Teams nicht ganz so gut, aber man sieht natürlich die aufeinander einkloppen. Das sind Gegner, ne? Ganz einfach. So, rechte Flanke wird versucht zu doppeln. Und da gab es ein Slay für OA. Da wurde Leutnant Hansel geslayt aufgrund eines Offi-Aims. Ja, auch das zweite Leibregiment. Auch wenn es der Ausrichter dieser Liga ist, wird natürlich trotzdem für gewisse Vergehen bestraft. Das ist ganz normal. Ne? Die haben hier keinen besonderen Status, sondern die sind genauso nur ein Team, was mitspielt, wie alle anderen auch. Ja, erste Runde hier für das zweite Leibregiment. 1-0 sozusagen. Und jetzt gehen wir natürlich runter zum Nummer 13. Ganz einfach. Und wir gucken uns mal an, wer denn führt. So, Rapsala, da ist er. Und da ist Oberst Faser hier, der heute hier beim Nummer 13 führt. In die Runde 2 geht es. Haben einen sehr, sehr guten Start gehabt in der ersten Runde hier. 3 Kills konnten sie reich machen, aber das zweite Leibregiment war in der besten Position in diesem Falle dann, glaube ich. Waren gut dran. Scheiß Baum wieder im Weg. Der Kameramann hat wieder gesoffen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, natürlich ist das die Gefahr her, ne? Das sind, ja, Wolkenformation ist vielleicht wieder gut. Man ist enger zusammen, man kann besser das Ziel fokussieren. Bei einer großen, aufgefächerten Wolke kann das natürlich schwierig werden mit dem Treffen und mit dem Ziel, weil man muss sehr, sehr viel groß ausweichen. Also man muss sehr, sehr weit ein Spektrum abdecken. Und da sieht man vielleicht nicht, wenn gerade jemand auf ihn zielt. Ne? Das ist vielleicht eine gute Taktik hier vom Nummer 13, so eine große Linie zu bilden. Also so einen großen Graben, große Wolke zu bilden. Bin ja mal gespannt, ob das was wird. So, erstmal abtasten hier von beiden Bataillonen. Jetzt geht das Nummer 13 ein bisschen nach vorne, versucht jetzt über die Hügel zu schießen. Aber Hauptmann Nikov kennt sich gut im Gelände aus und versucht da unter der Kante des nächsten, der in diesem Tal ranzukommen an den Gegner. Weiß natürlich jetzt, dass sie nachgeladen haben und kann natürlich erstmal Meter machen. Aber bis er da ist, werden sie aber nachgeladen haben, dann wird es wieder schwierig und kritisch. Ganz gefährliche Sache jetzt. Und das Nummer 13 versucht wegzukommen. Das ist eine interessante Sache jetzt hier zwischen diesen beiden Bataillonen. So, das zweite Leibregiment hat die Verfolgung aufgenommen. Derjenige, der zuerst stehen bleibt, hat die besseren oder die schlechteren Karten. So, jetzt versucht das Nummer 13 sozusagen den Gegner einzukesseln. Ob das Hauptmann Nikov mitbekommt? Jetzt haben sie ihn eingekreist ein bisschen. Leichte Kreisformation beim Nummer 13. Zweite Leibregiment in der Wolkenformation haben es noch nicht richtig mitgekriegt, dass versucht wird zu umzingeln. Pim von Sterling konnte die ersten Kills rausnehmen. Linker Tobi ist raus. Parosse, Seso und Jonas. Entschuldigung, wenn ich die Namen nicht korrekt gleich ausspreche, wenn ich so kurz lesen muss. Aber Hansel hier und Hauptmann Nikov mit den nächsten Kills. Das wird schwer fürs Nummer 13. Richtig schwer. Wir wissen, das zweite Leibregiment schon 2 Siege in dieser Liga und sieht stark aus nach einem 2-0 hier bis jetzt. Da gab es einen Teamkill von Adio und Hansel. Ja, passiert. Und der nächste Teamkill. Oh Gott, Adio ist nicht fit. Adio scheint nicht fit zu sein.
Da gab es das zweite Teamkill in Folge. Das ist nicht gut. So, hier gibt es noch ein hohes Geprügel. Aber Mon Mon konnte sich nicht durchsetzen. Auch die Killer-Gurke konnte sich nicht durchsetzen. Und deswegen steht es 2 zu 0 für das Zweierlei-Regiment. Ja, bevor es hier weitergeht, gucken wir doch einfach mal in die Statistik. 7-0 für Sterling. Pinfall mit 4-1. Alter Schwede, nicht schlecht, Herr Specht. So, gucken wir mal an, wer hier alles spielt bei dem zweiten Leibgemein. Es ist Sterling, Pinfa, Aiden, Froh Linker, Arsen, Jay, Nikov, Hansel, Unreal Time, Bubitz, für Kuchen, Space Marine und Adio. Auf Seiten des Nummer 13, Mon Mon, Gurkenähren. Was? Gurkenähren? Okay. Cole, Phil, Proceso, so ähnlich, Schwerin, Dench, Jonas, Lokanos, Ehrengurke, linker Tobi und Phaser. Das ist die Aufstellung beim Nummer 13. Ja, volle Maximalanzahl ist hier gestellt worden von beiden Teams. Und wir haben sogar noch Auswechselspieler im Spec. Guckt euch das mal an, liebe Leute, liebe Zuschauer. Nummer 13 hat noch vier weitere Ersatzspieler, genauso zwei Leibrige mit zwei Ersatzspielern. Geil. Einfach nur geil. Richtig schönes Match hier heute Abend. Ich wäre fast zu spät gekommen. Das tut mir, wäre fast nicht in die Hose gegangen. Ich habe total die Zeit vergessen. Aber jetzt bin ich da und ich freue mich auf dieses Match. Und diese dritte Runde sind wir natürlich wieder beim zweiten Leibregiment. Hier bei Hauptmann Nikov und seinem Mannen. Und ja, krasse Leistung hier von Sterling mit 7 zu 0 hier in der dritten Runde. Nicht schlecht, Herr Specht. Mal sehen, wie lange diese Strähne anhält. Dann wird es natürlich bald wieder fällig für einen neuen Gefechtsorden hier für Kamerad Sterling. Mal schauen, ob das was wird. Ich drücke natürlich beiden Teams jetzt die Daumen, Nummer 30, genauso wie den zweiten Leibregiment. Obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass das zweite Leibregiment gewinnt. Ne? Nur gute Leistung setzt sich bei mir durch. Wenn man gute Leistung bringt, dann darf man auch gewinnen. Ganz einfach. Und auch die Noah haben einen Stein bei mir im Brett. Ganz einfach. Genauso wie der Kamerad Wutz. Aber der spielt ja heute hier nicht dabei mit. Aber Wutz hat sich bei mir ins Herz geschummelt mit seiner guten Schussleistung, Nahkampfleistung in den letzten Matches. Aber auch hier auch das zweite Leibregiment, ja. Hat natürlich eine sehr gute Leistung in den letzten zwei Matches gemacht. Heute jedes Mal 3 Punkte mit nach Hause gegeben. Wir liegen mit 6 Punkten in der Tabelle vorne, denke ich. Und haben es jetzt natürlich schwer, gegen das Nummer 13 zu bestehen. Das ist schwer. Das Nummer 13 lässt noch ein bisschen Zeit. Ist noch nicht richtig drin im Match. Deswegen liegen sie 2-0 hinten. Aber das heißt noch gar nichts. Die können das jederzeit aufholen. So stark sind sie. Aber es ist natürlich ein Unterschied zwischen Formationen wie Tag und Nacht. Ne? Das ist die Wolkenformation und das Nummer 13 bewegt sich in Linienformation fort. Ist natürlich eine Sache. So. Hauptmann Nikov nimmt die Verfolgung auf. Er will versuchen, die ersten Kills zu machen. So, das Nummer 13 versucht wieder die Einkreisaktion. Und die bewegliche Linie seitlich zu schießen ist natürlich schwieriger. Aber er konnte jetzt mal gute Kills abräumen hier. Konnten Adio, Hansel und Bubizipfel rausnehmen. Aber auch das zweite Leibregiment schießt hier einige gute Salven ab und kann die ersten Spieler vom Nummer 13 rausnehmen. Und jetzt sieht es danach aus, als würde es im Charge gehen. Reloading im Charge. Also nicht befohlen Charge ist ja erlaubt, glaube ich. Nee, Charge ist nicht erlaubt. Entschuldigung, Reloading im Charge ist nicht erlaubt. Falsch erzählt. Aber Schießen im Charge ist erlaubt. So, geht's hier in die große Klopperei. Rechte Flanke wird versucht, mit Hauptmann Nikov zu clearen. Haben sie geschafft, sind in der Überzahl. Linke Flanke vom Nummer 13 bricht langsam gegen die Mannen, gegen das zweite Leib mal zusammen. Gute Nahkampf- und Teamarbeit hier vom zweiten Leib. Und da gab's wieder ein Teamkill bei Jäger Jake in Oberjäger Pimper. Nicht gut. Kann passieren. Aber das sind jetzt schon die 3 Teamkills, die wir jetzt gesehen haben in diesem Match vom zweiten Leibregiment. Das ist eine, naja, nicht so gerne gesehen, aber kann passieren. Sollte auch schon wieder Teamkill. Nicht gut. Aber das Ergebnis stimmt am Ende trotzdem mit 3 zu 0 für das zweite Leibregiment. Ja, die setzen sich ab mit 3 Punkten. Das setzt sich ab hier, das zweite Leibregiment. Und das Nummer 13 darf jetzt keine Runde mehr verlieren, wenn sie dranhalten. Wenn sie ein 4-0 haben. Denke ich mal, wird es echt, echt schwer, da noch ranzukommen. 3-0 ist noch aufholbar, aber am 4-0, das ist dann schon eine Quälerei, an diese Punkte wieder ranzukommen. Tja, die Tipp, den ich an das Nummer 13 jetzt geben könnte, wenn sie mich denn hören können, versuchen sich eine erhöhte Position zu suchen und auf den Gegner so zu schießen, dass er rankommt. Ach, schade, jetzt haben wir natürlich nicht gesehen, wer nach oben steht. Aber egal, das ändert sich ja eh nie. Ja, gute Schussleistung von beiden Teams jetzt. Aber diese Offensivaktion kommt das Trommel 13 einfach nicht mit klar.
Hauptmann Nico versucht sofort die Initiative in diesem Match zu ergreifen, versucht den Gegner zuzuchargen und versucht ihn die Schüsse rauszulocken und dann ihn zu verfolgen, um dann keinen Nachschuss mehr zuzulassen. Macht das sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Nummer 13 weiß noch nicht so richtig, wie sie das entgegentreten soll. Mein Tipp wäre natürlich auf eine erhöhte Position und einfach schießen und rankommen lassen. Aber ein kontinuierliches Feuer aufzubauen, grundsätzlich. Also immer wieder schießen, immer kontinuierlich, aber nicht alle gleichzeitig, sondern immer so alle 3 Sekunden ein Schuss, dass sie immer wieder, dass der Gegner immer wieder unter Feuer steht. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das wäre mein Tipp gegen, also das wäre eine Taktik gegen das zweite Leibbrecken, denke ich. Weil das zweite Leibbrecken macht es nicht anders. Sie suchen sich eine Position und schießen kontinuierlich, dass alle paar Sekunden ein Schuss fällt. Es darf niemals zu Ende sein, das Schießen. So, jetzt haben sie natürlich ein paar Schüsse abgegeben. Jetzt haben sie natürlich eine negative Sache für sich, zwei Leibe gemeint. Weil da fehlen 3 Mann, die nicht schießen können. Und der eine hockt. Und da ist natürlich ein leichtes Ziel hier. So, Hauptmann Nikov geht in den Charge. Das heißt natürlich fürs zweite Leibregiment, die können jetzt schießen. Oh, das ist ein großes Gemetzel gerade hier. Das Nummer 13, aber deutlich mehr Kills als das zweite Leibregiment. 9 gegen 7. 9 ist das zweite Leibregiment in Unterzahl. Und da gibt es auch ein Teamkill. Eieieiei. Aber können jetzt wieder im Nahkampf mehr Kills machen als das Nummer 13. Können sich wieder hervorheben. 6 gegen 5. 6 gegen 5. Jetzt versuchen 2 den Offizier zu attackieren. Jetzt kommt der dritte dazu. Leider hat sich da der Herr Faeser nicht helfen lassen können. Wie auch immer. Nicht helfen lassen können. Nee, Faeser ist noch drin. Entschuldigung. Mein Fehler. Faeser ist noch im Nahkampf. Oh, und da wurde rausgenommen von Adio. Faeser ist raus. Und da ist noch einer am Leben. Das ist der liebe Mummun. Ah, der wehrt sich noch ganz gut gegen 4 Mann. Hält durch, versucht sein Bestes, aber er kriegt wieder einen Rücken und dann kriegt er wieder einen Rücken. Ah, nimmt doch jemand mit. Nimmt doch Jay mit. Sehr gute Nahkampfleistung hier von Mummo. Mummo. Ah, und da reicht es nicht. Asen, den letzten Streich gemacht und damit steht es 4:0 hier für das zweite Leibregiment. Heftig, heftig, heftig geht das hier ab gerade. Tja. Schwierige Sache hier, für das Nummer 13 gegen das zweite Leibregiment zu bestehen. Und wir sind schon in der 5. Runde. Das geht wieder Schlag auf Schlag hier. Das wird dann wieder ein sehr, sehr kurzes Match. Ich denke, das kann ein Sieg für das zweite Leibregiment. Und das Nummer 13 hat es wirklich schwer gegen diesen Mann. Und jetzt kommen wir zu einer Situation, die sehr, sehr haarig wird. Das ist natürlich jetzt, wer hat das bessere Schussskill? Die ersten Schüsse vom Nummer 13. 3 Stück habe ich gezählt und nur ein Kill. Das ist natürlich schwierig. Aber nachgeladen da hinten. Der nächste Kill vom Nummer 13. Vom zweiten Leibregiment kam noch keine. Oh, schöne Kills ja jetzt hier vom zweiten, vom Nummer 13. Das können sie gut abräumen ein bisschen. Ah, da war ein OA, wo der Hauptmann und Nikov rausgeschossen. Und für OA gibt es definitiv einen Slay. Und da ist er. Crowley war's. Naja, kann passieren. Mitte des Gefechts. Alles noch im Rahmen. Und das Nummer 13. Kann diese Runde vielleicht für sich entscheiden. 6 gegen 8. Gut, das zweite Leibregiment hat jetzt wieder mehr Mann in der Überzahl. Ist natürlich im Nahkampf deutlich stärker mit dem Kolben als das Nummer 13. Ist mir so aufgefallen. Oh, wieder ein Teamkill hier. Ja, das kann man nicht vergleichen mit dem Grabenkampf bei der Infanterie. Na, hier muss wirklich ein bisschen aufgepasst haben, dass man sich hier gegenseitig teamhittet. Und das ist echt schwer. So, das letzte Duell hier. Wer ist wieder auf Obersfaser dagegen? 5. Ah, schade. Und der Kuchen macht den Streich 5:0. Und da gibt es einen Sideswap. Oh, Oberliga. So, gut. Sideswap hier. Jetzt ist das Nummer 13 bei Brazen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Also, bleibt dran. So, und da sind wir schon in der Runde 6 hier. Beim Nummer 13 auf Seiten Brazens. Ja, Sideswap hat stattgefunden. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr interessantes und spannendes Match, finde ich. Auch wenn es ein bisschen einseitig ist. Von den Punkten her finde ich trotzdem, dass das Nummer 13 wirklich sehr schöne Fernkampf- und Nahkampfskills hier zeigt und wirklich sehr schöne Leistungen verbringt hier gegen das Nummer 2. Leibregiment, aber es ist trotzdem natürlich ein wenig unterlegen.
Aber jetzt hier schöne Kills. Phil und Justin. Ah, da ist wieder ein OA dabei gewesen. Ah, schade. Haben sie wieder auf einmal einen Verlust. Ja, aber die Referees sind hinterhinter und jetzt das Zweileibegemein wieder im Nahkampf und da haben sie natürlich auch ihre Stärke. Die können wirklich gut mit dem Kolben umgehen. Kann man nicht anders sagen. Die sind da drauf geschult. Weil Hansel, Bubi, Zipfel, wenn sie diese Runde gewinnen, ist es definitiv mit 6 Punkten durch und haben sie die nächsten 3 Punkte, das sind ja 12 Punkte schon in der Jägerliga. In der ersten Jägerliga, die es je gab. Hier beim Mountain Blade Napoleon Wars, das ist natürlich eine richtig geil, dass es die endlich gibt. Da freuen sich einige Bataillone auch, denke ich, und einige deutsche Regimenter, dass es diese Liga endlich gibt. Und dass sie natürlich übertragen wird und man sich natürlich nochmal anschauen kann, ganz einfach. So, jetzt noch einer im Leben hier. Wer ist das noch? One Moon. Ja, mit einer sehr guten Nahkampfleistung im Moment. Er ist immer der Letzte, der am Leben bleibt und wir gehen in die 7. Runde und es ist 6:0 und das bedeutet natürlich, das zweite Leibniz hat ihre 12 Punkte in der Jägerliga. In der Tabelle gefestigt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. So. Sind wir gespannt. Jetzt kommen mal die Schüsse gleich vom Nummer 13. Da konnten sie schon ein paar Hits machen. Oh, Hauptmann Nikov auch gehittet. Sozusagen Offi-Hit. Jetzt ist Runde 7 hier. Auf Seiten des zwei Labegements, die jetzt schon mit 6:0 Funden liegen. Ja, ich weiß nicht, warum die. Oh, und da ist Justin schon wieder. Wird er gleich wieder geslayed für Offi. Der arme Kerl. Schade. Nur doch nicht? Oder doch nicht geslayed? Scheint der Referee würde schlafen. Da wurde kein Slayer gegeben. Jetzt. Ach gut. Gefühlten 20 Minuten kommt dann nochmal der Slay. Nein, Spaß. Kann ja mal passieren. Man muss ihn natürlich auch erstmal suchen. So. Und wie das zwei Leibigen schnurstracks drauf zu. Sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Sie haben ja schon gewonnen, auf Deutsch gesagt. Und das zwei Nummer 13 versucht ja das bei den Leibregiment irgendwie aufzuhalten, aber es ist echt schwer. Der klasse Schussleistung von beiden Regimentern kann man, Bataillonen kann man nicht anders sagen. Das zweite Leibregiment, genauso wie das Nummer 13, schießen hier wirklich einen scharfen Kugel. Aber das zweite Leibregiment ist natürlich etwas stärker als das Nummer 13, was den Nahkampf mit dem Kolben betrifft. Aber diese Runde scheint etwas gut auszusehen für das Nummer 13. Die sind deutlich in der Überzahl. Na gut, was ist deutlich? 4:3. 4:3. Kann das Nummer 13 holen? Kann sie eine Runde für sich entscheiden? Das wäre sensationell. Das wäre Surprise. Oh, Phaser hier mit dem nächsten Kill. Nimmt Arsen raus. Oh, die erste Runde fürs Nummer 13. Wunderschön. Damit steht es 6:1. Nicht schlecht. Es wird nochmal spannend. Was ist spannend? Das Nummer 13 kann die 10-0-Sieg-Serie vom zweiten Leibegemein unterbrechen. Im letzten Match haben sie ja auch 10-0 gewonnen, genauso wie das Match davor. Und jetzt haben sie zum ersten Mal eine Gegenrunde verloren, also eine Runde verloren, das zweite Leibegemein. Das ist ja sehr interessant. Hier, das Nummer 13 scheint jetzt ins Spiel zu kommen. Leider finde ich ein wenig zu spät, weil die Punkte sind ja schon vergeben beim 6:1, wie wir mal wissen, ne? Nach 10 Runden. 6 Runden gespielt, 6 Runden gewonnen. Ja. Da ist es dann meistens schon erledigt. Öffnen gleich wieder hier als erstes das Feuer. Und ich bin ja mal gespannt, ob das Nummer 13 noch ein paar Runden mehr holen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant zu wissen, ob sie sich nochmal steigern können gegen das zweite Leibegemann. Das zweite Leibegemann wird sich jetzt sagen, nicht mit uns. Jetzt kriegt er aufs Maul. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Denken sie sich jetzt wahrscheinlich. Aber gut. Viel denken sollte man nicht bei so einem Match. Man soll einfach nur spielen und seinen Skill walten lassen. Wenn man zu viel denkt, dann ist man meistens tot. So. Da kommt die Schusssalben vom zweiten Leibregiment auf die Flanke des Nummer 13. Die versuchen sich immer wieder in Linie zu bewegen. Ist eigentlich auch eine sehr, sehr schlaue Aktion. Warum? Da haben sie größere Lücken, als wie wenn das zweite Leibregiment sich in der Wolke bewegt. Aber das zweite Leibegemein macht fast das ähnlich jetzt. Versucht die
Auffächerung, also die Staffelung ein bisschen größer zu machen, dass die auch größere liegen drin und dass sie nicht gleich so schnelle Kills in der Wolke, also die großen Verluste haben in der Wolke. Tja. Schade, dass das Nummer 13 erst jetzt aufwacht. Das hätten sie vielleicht viel früher machen. Da wäre es gleich noch spannender geworden. So, Hauptmann Nico versucht wieder auszupendeln, versucht reinzukommen. Und jetzt kommen die Kills wieder für das Nummer 13. 4 Kills in Folge. Jetzt kommt der erste Schuss von Mubi Zipfel und kann Justin rausnehmen. Das zweite Leibregiment lässt nach, wie es aussieht. Jetzt kommen sie wieder in den Nahkampf und da können sie natürlich gleich wieder abräumen. Moment, 8 gegen 5. 8 gegen 5. 6 gegen 3. Aber gute Nahkämpfe sind noch am Leben. Annual Time und Hansel sind noch da. Annual Time leider raus. Jetzt noch Hansel. Der ist auch gerade rausgeflogen. Und dann haben wir noch Asen. Ob Asen das schaffen kann. Der kriegt einen ersten Hit. Einen zweiten Hit. Oh, schade. 6 zu 2. Das Nummer 13 scheint wach zu sein, aber für meine Verhältnisse zu spät. Schade. So, erstmal eine schöne Schnitzfigur. Also versuch mal den Baum zu fällen mit einem kurzen Schwert. Das kann man probieren. Ja, Runde 9. Und steht 6 zu 2. Ob das Nummer 13 auf ein 6 zu 4 aus ist? Wir werden es wissen. Also wir werden es dann gleich erfahren. Es sind noch zwei Runden zu spielen. Die neunte und die letzte, zehnte Runde. Da versucht Hauptmann Nikov zu diskutieren. Das sollte er nicht tun. Die Referees sind sehr streng, was das betrifft. Außerdem soll er sich nicht aufregen. Er führt ja mit den 6 Punkten. Das heißt, er hat das Match ja schon gewonnen. Muss er sich ein bisschen zurückhalten. Die Referees, wie wir wissen, die stets zu regeln, haben immer recht. Und wenn sie mal nicht recht haben, trifft trotzdem wieder die Regel 1 in Kraft. Der Referee hat immer recht. Oder der Admin in diesem Fall. Wenn der Referee das so gesehen hat, dass er 10 Mann entfernt war, dann ist das halt so. Fertig, Ende. So, hier die neunte Runde etwas verhalten. Lassen sich etwas Zeit in dieser neunten Runde. Kriegen aber jetzt wieder Hits rein. Was ist denn los? Organisation hier beim zweiten Leibregiment. Gerade etwas schwankend. So haben sie bis jetzt noch nicht aufgespielt. Da die ersten Hits schon bekommen hier vom Nummer 13 und laufen etwas planlos umher, muss ich jetzt mal so sagen. Weiß nicht, was da gerade los ist. Jetzt gehen sie in. Oh, endlich. Wird einmal Zeit, dass sie schießen. Schussleistung. Keine Treffer, leider. Alles nur Fahrkarten. Oh, jetzt hier. Jay mit einem wunderschönen Headshot. Nimmt Zyko. Zyko? Zyko 22 raus. Vom Nummer 13. Und kann sozusagen das zweite Leibregiment mit einem Mann im Vorsprung bringen. Das heißt, sie können einmal mehr schießen. Aber der Offizier vom Nummer 13 kann natürlich dieses Gewehr natürlich nur holen. Und er kann natürlich auch schießen. Das heißt. Da haben sie wieder einen Vorteil, weil der Hauptmann Nikov kann ja noch bis Pistole schießen. Er hat auch noch keine Verluste. Aber wir dürfen nicht vergessen, sobald der führende Offizier ein Gewehr trägt, darf er auch erschossen werden. Dann wäre es auch kein Offizier mehr. Dim, dim. So ist es. Die Abstände sind sehr, sehr groß hier beim zweiten Leibgewand. Da müssen sie darauf achten. Ja, das Nummer 13 versucht jetzt genau das, was das zweite Leibregiment in der ersten Runde gemacht hat. Er versucht, die Schüsse auszupendeln, um vielleicht dann ranzukommen. Aber das Gute bei dem zweiten Leibregiment, hier machen die das kontinuierliche Feuer. Alle paar Sekunden schießt einer. Ja, es sind immer welche kurz vorm Nachladen, fertig beim Nachladen und können gleich wieder schießen. Das ist nämlich der Vorteil beim zweiten Leibregiment. Die trainieren das wirklich sehr, sehr oft. Das konstante Schießen auf den Feind. Ja, der ist fertig geladen, der wartet jetzt aber. Bis mehr Kameraden nachgeladen haben. Jetzt ist das kontinuierliche Feuer ein bisschen eingebrochen. Kann auch sein, dass der Feuerbefehl abgebrochen worden ist. Ja, so sieht es nämlich auch aus. Weil Hauptmann nie auf die Position wechselt. Eine wunderschöne Salve hier von Nummer 13. Da waren einige Kids
beim 2. Leibregiment dabei. So wie es aussieht, versucht die Topmanikow, also das 2. Leibregiment Meter zu machen zum Gegner, weil sie ja wissen, die sind am Nachladen. Das heißt, da kann keine große Gefahr jetzt gerade entstehen. War aber eine wunderschöne Salve hier von Nummer 13, kann man nicht anders sagen. Bin mal gespannt, ob heute wieder der Faustkampf kommt, ob wieder jemand gefäustelt wird. Kann es mir aber bald nicht vorstellen. Dafür ist es Nummer 13 zu stark. Schöner Schuss hier von Anwiltem. Nimmt Lucanus raus. Lucanus. Und jetzt kommt die gegnerische, kommt die Salbe vom Nummer 13. Konnten nur zwei, drei Mann konnten sie rausnehmen. Auch einen im Nahkampf. So, und jetzt gehen die zwei vom zweiten Leibregiment auf den Offizier. Verhältnis 9 zu 7. Zwei Mann im Vorteil hier beim zweiten Leibregiment. Dirling den Phil raus. Viele Verluste hier beim Nummer 13 gerade wieder. Eine sensationelle Leistung hier beim Nummer 13 mit 5 zu 1 im Moment. Versucht sich Oberst Faeser zu wehren hier. Gegen 3. Und das macht er sehr gut hier, der Oberst Faeser. Der zeigt ja richtig gute Leistung. Hat nämlich schwer zwei Mann attackiert, gegen 3 gekämpft. Wunderschöne Leistung hier. Hat jetzt aber das Problem, dass er gegen noch 5 bestehen muss. Kann er nochmal schießen? Nein, kann er nicht. War leider leer, die Muskete. Das Gewehr. Aber es ist möglich. Faeser ist ein guter Schwertkämpfer, wie wir wissen. Hat in den letzten Runden ja bewiesen. Ach, schade. Da war der Block zu spät vom Faeser, vom Oberst Faeser, und da hat es eingeschlagen. 7 zu 2. Und wir sind die letzte Runde hier beim Nummer 13, weil wir die erste Runde beim zweiten Leibregiment waren. Ist ja ganz klar. Und sind jetzt hier in der letzten Runde. Und so wie es aussieht, wird es die letzte Runde sein. Und es wird nochmal Reset geben, weil einige Tote. Aber wir gucken uns mal schnell die Statistik an. 5 zu 2 für Oberst Faeser. Und Paraus also mit 5 zu 2. Zygo mit 5-3. Und linker Tobi mit 4-4 auf Seiten. Das zweite Leibregiments Sterling. Ach, die Ergebnisse sind leider weg. Schade. Na gut. Ab in die letzte Runde. Ich wünsche es dem Nummer 13, dass sie die letzte Runde noch für sich entscheiden können. Das würde zumindest ihre Leistung in den letzten Runden auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Und das zweite Leibregiment wirklich bis zum Ende konstant versucht durchzuhalten. Leichte Einbrüche im Dreiviertel, also im Dreiviertel im Match, beim Dreiviertel des Matches, so 8., 7. Runde, war die Leistung etwas niedriger. Also da hat die Leistungskurve wieder abgelassen. Deswegen haben sie auch zwei Runden verloren. Jetzt scheinen sie wieder drinnen zu sein. Und die letzte Runde wird hier nicht gerade abgewartet oder sowas. Hier wird direkt versucht ranzukommen und zu schießen. Oben Hansel hier mit dem ersten Kill. Nimmt den stärksten Moment raus. Oh, die letzte Runde wird hier nicht lang gezogen. Hier geht es direkt ins Gefecht. Direkt gibt's auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Und jetzt hier, das zweite Leibregiment wieder mit sehr, sehr vielen Kills. Ehrengurke und Film ist schon raus. Ah, Hauptmann Nikov rausgenommen von Jonas. Faeser nimmt Adio raus. Jetzt wurde Jonas rausgenommen. Ah, da haben sie ihn gedreifacht und gevierfacht, Oberst Faeser. Da konnte er nicht mehr machen. Aber es ist noch nicht vorbei. 7 gegen 5. Das Nummer 13 kann das noch für sich entscheiden. Und ja, sehr offen alles. Aber das zweite Leibregiment ist näher zusammen, mehr im Team, arbeitet mehr im Team. Hier wieder ein schöner Kill von Oberleutnant Hansel. Das wird nochmal interessant. 5 gegen 2. Rubitzel mit dem Crowley raus. Ach, da ist der letzte Überlebende hier beim Nummer 13. Ich vermute mal, dass es wieder Monmo ist. Der wirklich eine sehr gute Leistung in den letzten, letzten Runden hier gezeigt hat. Das Einzige, so ein bisschen, außer Faeser. Na gut, der war auch, es wird eigentlich alle gut, kann man ja anders sagen. Oh, da wird ein Teamkill. Aber es ändert am Ergebnis nicht mehr viel.
Es ist ein 8:2 hier für das 2. Leibregiment. Wunderschöne Leistung von beiden Regimentern. Entschuldigung, Bataillonen. Wie oft soll ich das eigentlich noch falsch sagen? Ja, das Nummer 13 hat sich wirklich, wirklich teuer verkauft hier gegen das 2. Leibregiment. Aber das 2. Leibregiment konnte sich am Ende, am Anfang wieder richtig schön gut durchsetzen mit ihrer aggressiven und offensiven Taktik. Konnte damit leider 6:0 rausholen und da hat sich das Thema erledigt gehabt für das Nummer 13. Aber die haben, obwohl sie schon die 6:0 gehabt haben, haben sie nicht, also gegen sich die 6:0 gehabt, haben sie nicht den Kopf in den Schnee gesteckt und haben weitergekämpft und haben noch 2 Punkte rausholen können. Sehr schön. Guter Sportsgeist hier vom Nummer 13. Danke, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Und auch, liebe Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr mal einschaltet und Kommentare und Likes hinterlasst. Denkt dran, ihr wisst ja, wie ich seit neuestem sage, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao. Und hier gibt es noch eine kurze Nachbesprechung. Die gucken wir uns nochmal schnell an. Das ist sie. Ja. Und jetzt verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike der Vierte. Haut rein. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Liga. Haut rein. Wie oft habe ich jetzt das gesagt? Egal. Tschüss.